hast ja auch eine gewisse Sozialkomponente in diesen MMO-Spielen mit drin. Ja, das ist Du immer hast einfach die Besonderen in deinem V-Life hast du halt auch Leute, mit denen du dich gerne im TS unterhältst, mit denen du dich gerne online triffst und mit denen du weißt, hey, die können spielen, mit denen komme ich auch irgendwo ans Ziel, um alles zu sehen. Und dann hast du auch dieses Gefühl, was zu verpassen vielleicht. Da kam jetzt wieder ein neuer Endgegner, der droppt jetzt dies und jenes Schwert. Das willst du ja gesehen haben. Du wirst ja diesen Kampf gesehen haben, diese Geschichte miterlebt haben. Und da packt es sich halt dann doch nicht ganz. Also mir persönlich ging es jetzt so, deswegen spiele ich ja nach wie vor World of Warcraft. Ich habe da immer nach wie vor Spaß dran. Ich habe mir viele MMOs angesehen, parallel dazu, um einfach einen Vergleich zu haben. Und es hat einfach nicht so gefunkt, weil einfach, ja, es war zwar schöne Grafik, es hatte schöne Ideen, es hatte schöne Ansätze und alles war eigentlich da, um ein potenzieller Titel zu haben, wo ich sage, hey, da kann ich mal eine Weile mitspielen, bevor ich dann wieder zum nächsten gehe. Aber du hast halt einfach, du hast dich dann irgendwann ganz schnell satt gesehen und danach fehlt dir halt wirklich diese Sozialkomponente, weil während du dir das Spiel anschaust, bist du so fixiert auf dich und auf deinen Char und auf diese Umwelt, dass du alle Leute komplett ausblendest. Wenn du jetzt mit ein paar Freunden vielleicht reingehen würdest, die da wirklich angefixt und motiviert spielen, dann könnte es vielleicht passieren, dass du wirklich so ein Hopper wirst und dann nach und nach dir eins nach dem anderen reinziehst. Aber so einen Trend habe ich jetzt bisher noch nicht so gesehen, weil die Verkaufszahlen oder die Abozahlen von den Spielen, das ist eine ganz, ganz kleine, schwache Fluktuation nach oben weg, wie viel mal kommen und wie viel mal gehen. Also die meisten Leute haben sich da wirklich das als festes Hobby, so wie ob sie jetzt am Samstag ins Stadion gehen, spielen die vielleicht am Mittwoch ein Raid. Einfach diese Ja, das festen ist ja für viele schon Abläufe, normal da. ja, feste Abläufe, wie ob du jetzt zum Fußball gehst oder wie ob du jetzt zum Tennis gehst oder zum Golfen. Du hast wirklich festen Ablauf in deinem Real Life, dann hast du auch einen festen Ablauf in deinem V Life, um dann wirklich deine Gewohnheiten zu ändern. Da muss ja schon wirklich irgendwas Hartes passieren, um dich da rauszuziehen und dich dann woanders reinzustecken. Ich glaube, das macht es auch für viele Entwickler wirklich schwer. Eben die Spieler, weil wirklich neue Spieler gibt es fast, also es kommen immer neue Spieler dazu, ist klar. Aber das Haupt, was du eigentlich erreichen willst mit dem neuen MMORPG, ist ja, dass die Spieler von anderen Spielen abwirbst. Und das ist halt das Schwere, weil zum Beispiel bei einem World of Warcraft, wenn du da einige Zeit dran warst, eben auch diese ganze Sozialkomponente im Spiel bleibt ja doch auch am Spiel hängen. Also mich interessiert ja immer noch trotzdem, was da vor sich geht, sogar wenn ich das Spiel nicht mehr spiele. Ich will ja trotzdem wissen, ja, was hat sich geändert? Wie zum Beispiel in Kataklysmen, wie schaut die Welt jetzt aus? Man will halt doch nochmal sehen, was aus der guten alten Welt geworden ist. Auch wenn man eigentlich gesagt hat, ja, ich schaue mir jetzt neue Spiele an. Es gibt halt immer noch, du kennst es, du magst es. Es ist bei vielen Spielen so, bei MMORPGs. Es kommt halt immer was Neues dazu und deshalb springst du nicht einfach zum nächsten Spiel, sondern wirst halt immer wissen, ja, jetzt kommt wieder was Neues, da freue ich mich drauf. Meine Welt nur halt geupdatet. Und es macht es halt vielleicht auch schwer für manche neue Spiele. Deshalb bin ich halt gespannt, wenn viele neue große Spiele kommen, wie es dann mit den Abozahlen später mal wird. Weil wenn dann noch ein paar gute neue Spiele rauskommen, irgendwo so viel Zeit haben ja viele Leute nicht, dass sie mehrere große MMORPGs nebeneinander wirklich richtig spielen können. Also auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Du spezialisierst dich ja dann meistens auf ein Spiel, mit dem du deine Gilde hast, mit dem du deine Freunde hast, auf denen du deine ganze Welt kennst und so. Und daher bin ich halt echt gespannt, wie das Ganze noch wird, ja. Ja, Ja, das habe spätestens. ich ja. Ja, bitte, sprich ruhig, ich kann warten. Das habe ich ja, was du da gerade anwähnst, da mit dem Spiel springen. Ich habe ungefähr 1 bis 2 Jahre Rappels auf dem US-Server also durchgehend gespielt. Und da kamen auch dann mal irgendwelche neuen Sachen raus und da habe ich dann auch mal reingeguckt. Da warst du ein paar Tage in dem neuen Spiel drin, bist in der Zeit aber noch im TS bei den anderen. Und im Endeffekt lässt du das neue Spiel wieder liegen, weil irgendwas wieder abgeht in dem Spiel, weil irgendwelche meinen wieder einen auf den Dicken machen zu müssen, da gehst du dann direkt wieder rein. Und es ist echt verdammt schwer, jemanden abzuwerben. Also, ich bin jetzt Ja. ganz raus aus, bis zum Winter wahrscheinlich wieder, wenn ich da wieder Bock kriege.
Aber im Endeffekt, ein Kumpel von mir, der spielt halt immer noch und der erzählt mir auch alle paar Tage, was da wieder abläuft. Rapid ist kein dulles Spiel eigentlich, aber da kann Rift 10.000 kommen. Ich gehe damit rein, deswegen. Ja, Minecraft ist auch eigentlich von der Grafik auch kein tolles Spiel, aber trotzdem spielen sack viele Leute, obwohl es wirklich nur Pixel abbauen und wieder zusammenbauen ist. Ja, Minecraft ist das nächste. Also, das spielen jetzt irgendwie schon so viele Leute, auch wenn es ist halt wirklich, du kannst nicht ein Spiel nicht mehr auf wirklich viel weniger reduzieren als bei Minecraft. Also, es hat dann natürlich irgendwie schon auch seine Tiefe, aber es ist schon interessant, dass es so ein Hype gekommen ist zu Minecraft. Hätte ich nicht so gedacht. Ich habe es auch schon früher mal gesehen, habe ich mir gedacht, das ist ja komisch. Habe es ein bisschen mal angespielt. Und dann, ja, das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber jetzt, wenn ich das sehe, das verwundert mich eigentlich, dass das so ein einfaches Spiel eigentlich doch so viele Leute überzeugen kann. Tja, siehst ja, mit den einfachsten Dingen kommt man auch ans Ziel. Ich sag ja auch, ich hab letztes Jahr Plants vs. Zombies 2D, eigentlich total billiges Tower Fortress Spiel. Ich hab da ewig dran verbracht an diesem Spiel, weil es einfach eine simple Steuerung, alles einfach, aber es hat saumäßig Spaß gemacht. Sag ja, manchmal sind die einfachsten Spiele doch immer die mit der meisten Tiefe und mit der meisten Langzeitmotivation. Das ist schon echt derb. Die Ja, sind doch also meistens das. übersichtlicher. Das ist das Problem. Bei Rappels, da mache ich Alt-M, da sehe ich die ganze Weltkarte. Bei anderen MMOs, da klicke ich mich durch zig Karten. Das sind halt so Punkte, wo manche halt auch drauf gucken. Ja, eben, wenn du mit der Komplexibilität achtest. Ja, wenn du eben mit der ganzen. Wenn es eben zu viel ist auf einmal. Wenn. Das ist halt manchmal wirklich nicht das Beste. Also auch bei vielen MMORPGs, wenn du da als einfach ein normaler Spieler der World an der PS3 oder an der Wii oder sonst was so ein paar Action-Rollenspiele spielt und dann denkst du dir, so jetzt zock ich mal ein MMORPG, meine Freunde haben das so viel, die erzählen in der Schule oder sonst wo in der Arbeit immer so viel davon, da will ich jetzt auch mal mitmachen. Dann kommst du am Anfang rein, dann bist du nicht wirklich geflasht oder vielleicht bist du auch geflasht, aber du bist eher überwältigt und ist vielleicht schon zu viel am Anfang. Du musst halt wirklich reinkommen und dann das Spiel irgendwann verstehen. Und dann kannst du auch zu anderen MMORPGs sagen, ja, okay, das verstehe ich jetzt alles relativ schnell und so. Aber eben bis du an einen Punkt kommst, an dem du wirklich alles kennst, das ist halt das Große bei so Sachen wie Minecraft oder bei ganz einfachen Spielen. Es gibt ja auch Flash Games, es gibt jetzt die kleinen Apps zum Beispiel, es gibt für iPhone, es gibt alles Mögliche, es gibt kleine Handyspiele. Die sind halt ganz einfach, aber sie überzeugen halt trotz oder wegen ihrer Einfachheit eben viele Leute. Und deshalb MMORPG, die sind halt so komplex und du hast so viel, du kannst zwar sehr viel machen, aber das ist vielleicht nicht alles so super. Du willst einfach nur dein Grunddingens manchmal haben, dass du halt wirklich weißt, es macht mir Spaß und das kann ich jetzt auch über einen längeren Zeitraum. Einfach nur das ganz leichte Prinzip hast du da, aber du kannst halt trotzdem länger spielen. Ja, ich suche theoretisch auch die ganze Zeit schon was Vergleichbares mit Rappels, halt nur ein bisschen besser. Aber das findest du nicht. Wenn du eins kaufst, was neu rauskommt, die sind so riesig, wie du sagst. Und die ganzen anderen Free-Dinger, die sind auch für die Füße. Und auch wenn Rappels total die miese Grafik eigentlich ist, im Endeffekt nach ein paar Monaten hock ich wieder da drin. Das ist unglaublich. Ja, und was du auch meinst, es gibt einfach viele Free-to-Play-MMORPGs, die wo eigentlich auch von der Grafik her und so eigentlich auch nicht wirklich super sind oder auch insgesamt nicht wirklich ein gutes, stimmiges Gesamtpaket abliefern. Und da es gibt wirklich selten richtig gute Spiele, wie bei Forsaken Worlds, habe ich mich echt gewundert, dass sowas als Free-to-Play mal wirklich rauskommt, was wirklich von Anfang an wirklich ansprechend ausschaut. Und es gibt einfach viel zu oft das Gleiche jetzt schon mittlerweile. Wenn du da ein neues Spiel, du brauchst halt wirklich langsam richtig neue Ideen, wenn du kein wirklich großes Spiel hast. Wie zum Beispiel, es gibt da ein Atlantica Online, das was auch mal keine richtig schlechte Grafik hat, das wirklich ein neues Spielprinzip mit der Strategiekomponente bringt als MMO. Und ansonsten, es gibt wirklich nicht viel. Es gibt, also es gibt sehr viel, aber es gibt nicht viel richtig Gutes eigentlich. Aber was trotzdem eine richtige Fanbase über die Dauer gewonnen hat. Es wird einfach trotzdem alles gespielt. Ja, Black Prophecy war auch so eine Idee, endlich mal eine gute Flugsimulation.
Free-to-Play, aber im Endeffekt, nach 3 Tagen habe ich doch wieder aufgehört, ne? Das sind halt so diese Langzeitmotivationsschübe über die Spiele hinweg. Also ich muss auch sagen, ich habe mir auch Runes of Magic angeguckt, ich habe mir auch diverse anderen Free-to-Play-MMOs einfach mal zum Spaß runtergeladen und einfach mal reingeschaut, bin 5 Meter gelaufen, habe das Spiel da deinstalliert und einfach gedacht, das ist so ein Rotz. Genauso wie bei mir. Ja. Ja, so muss man nochmal die Kurve zu kriegen. Gerade so Fanbases und zu anderen MMOs wieder zurückzukommen. Ja, jetzt lassen wir mal, sagen wir mal, jetzt in 2 Jahren oder 3 Jahren wird WoW sein Ende finden. Blizzard hat es bis dahin vielleicht noch nicht geschafft, sein Projekt Titan zu releasen, wo sie gerade dran rumpopeln, was vielleicht das nächste große, die Next-Gen-MMO-Generation werden soll, wie es ja verlautet, wo eigentlich keine Sau weiß, was es denn werden soll. Das ist jetzt mal die Frage, was würde dann passieren? Würden dann die zahllosen MMO-Spieler aus dem Keller rauslaufen, mit ihrer bleichen Haut in der Sonne erstmal einen Sonnenbrand bekommen? Oder wird es dann der Trend geben, dass sich dann wirklich hier dann die Stunde dieser ganzen nice to have, just another fucking MMOs sich ein Stück vom Kuchen richtig abschneiden können, um diese armen Seelen praktisch einzusammeln? Ja, also irgendwie jedes Spiel findet, vor allem wenn es auch wirklich, entweder es muss von Anfang an wirklich top sein, oder es hat halt über einen längeren Zeitraum, konnte es eben viele Fans für sich gewinnen, eben durch seine besonderen Merkmale, über richtig tolle, frische, neue Ideen, damit du eben nicht einfach sagen kannst, ah, just another fucking MMO, wo du schon alles tausendmal gesehen hast und das willst du einfach nicht mehr haben. Und ich denke, dass die Fanbase eben bei diesen neuen MMORPGs, auch vor allem bei Free-to-Play, wirklich das schwer haben werden, sich zu etablieren. Weil es dann einfach viele Spieler gibt, die wo eben andere Spiele kennen, dann laufen sie eben ein bisschen rum und dann sagen sie, ja, ach komm, eigentlich will ich das ja gar nicht spielen und das ist ja alles schlecht und so. Und dass du halt wirklich irgendwie, irgendwas musst du halt machen, entweder richtig Werbung oder sonst was. Du musst halt irgendwo deine Spieler herkriegen, die dann auch da bleiben. Ansonsten, du wirst immer Leute finden, wo dein Spiel spielen, eben, weil es eben schon so viele Spieler gibt, die wo immer auch auf der Suche nach Neuem sind. Aber eben diese richtigen Fans, die gehen halt irgendwie zum Großteil bei vielen Spielen schon verloren. Das finde ich eigentlich auch manchmal schade. Also, es gibt zum Beispiel bei World of Warcraft, da gibt es eben eine riesige Fanbase, die wo schon jahrelang dabei ist. Aber bei richtig neuen Spielen, die haben das halt doch ein bisschen schwerer. Da sagst du, halt noch ein MMO, aber naja, mal schauen, wie es wird. Vielleicht bleibe ich ein bisschen dran hängen, vielleicht nicht. Und das ist halt manchmal schade. Ja, Was ist da Alex. mit den MMOs? Och, red ruhig weiter, Peter. Ja, ich wollte schon stören. Nee, das ist halt mit den MMOs. Ein normales Spiel, sage ich mal, da zockst du durch, zockst du nach ein paar Wochen vielleicht nochmal durch. Und ein MMO, da verbringst du ja eine gewisse Zeit halt. Wenn. Ja, wenn es dir zusagt und so. Aber trotzdem, es verliert irgendwie manchmal halt schon seinen Reiz, wenn es einfach dasselbe ist. Es ist bei normalen Spielen auch so. Du willst jetzt nicht, keine Ahnung, wenn jetzt Gran Turismo alle 2 Monate rauskommt und du würdest dir das Spiel auch nicht mehr kaufen oder halt ein vergleichbares Spiel. Du kaufst ja auch nicht jedes neue Super-Rennspiel, auch wenn sie gut sind. Du hast da halt dann auch deine Lieblinge und bei MMOs, es ist halt, du wirst auch nicht jedes Spiel spielen, auch wenn sie gut sind. Du kennst halt deine Sachen und ist halt für Neuentwickler manchmal schwer. Und bei MMOs verbringst du halt doch einige Zeit damit. Und daher sagen halt viele schon nach kurzer Anspielzeit, dass sie einfach keine Lust drauf haben, dass sie wissen, dass sie nicht wirklich viel Zeit drin verbringen können und wollen. Na, das wird schon nie ändern. Ja, klar. Jo, Alex, wie sieht's aus? Gehst du jetzt auch gleich in den Laden oder ins Internet und saugst dir ein schönes MMO runter? Ich muss sagen, der Virus hat mich bisher